Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge oder vierten Folge, je nachdem, wie man es Dritte. sehen will. Nee, das ist die dritte, denn das Tippspiel kam gar nicht online, beziehungsweise die Prediction. Deswegen dritte Folge des WUCP Podcasts. Wir übernehmen wie immer die Liga D und die Liga Z. Mit dabei ist Finn. Moin. Und Habe ich ich. würde sagen, wir Ja. reden gar nicht genug um den heißen Brei herum, Wie wie Baby Babybrei-Schwester. breit hast du? Ich bin Stefan 114. Und kommen direkt zu den Matchups. Was hältst du davon? Was halte ich davon? Wir sehen Lucario gegen Terrakrok. Wir sehen Sharka gegen Pifex. Wir sehen Jonas gegen Quex. Und wir sehen also Jonx. Ich nehme mal an, er heißt Jonas. Ist aber auch nur ein wilder Call. Und wir sehen Gumba Gamer, der gegen Long gespielt hat. Ja, was sag ich? Vielleicht für manche überraschend, dass Lucario souverän gegen Terra gewonnen hat. Finn, Was? wir übernehmen Liga D. Ich bin be. Das lassen wir einfach so drin, würde ich sagen, Moment. Ja, ich lese nun die Matchups vor. Wir sehen Dimitoras, der hat gegen Death Shadow 6-0 verloren. Dann seht ihr Wuschekopf gegen Sinioid. Warum auch Game? Dann haben wir Tread, der gegen Azreel gespielt hat. Und wir haben Seabird, der gegen Holzbuch gespielt hat. So viel dazu. Kurz mal in Liga C ausgewandert. Ja, war so. Was finde ich interessant? Ich finde interessant, dass Dimitoras, der sich eigentlich ziemlich gut gemacht hat, plötzlich dann auch einfach von der Shadow 6-0 an die Wand geklatscht wird und Shadow weiterhin marschiert in der Liga. Ja, das war ja anscheinend eine Max-Roll, die das Chomp da getroffen hat, aber ich weiß nicht. Ich finde, Ja, das Chomp hat es eh war schon viel Glück schwierig. eigentlich. Also Max Roll passiert mal, aber letzten Spieltag schon der Pyro Ball Miss. Jetzt der Max Roll da. Ja, also nur die Max, wenn es nur die Max-Roll war. Also ich weiß nicht, wie hoch die Roll ist, ne? Aber Ja, Mega Aggron okay und geht eigentlich auch schon gar nicht mehr, weil es das geilste Mon ist der Welt. also Mega Aggron wurde auch nicht hochgehoben. Von plus 2 EQ-Chomp. Na, das ist nicht schlecht. Aber ja, ist unlucky. Ja, Aber war ich halt frage ein mich ja. schnelles Game, was soll man sagen? Chomp klickt das Team. Wuschekopf gegen Sinioix fand ich interessant. Ich fand Ja, das ich Late auch. Game von Wusche halt ziemlich clean gespielt. Findest du? Ja, da waren schon gute Plays dabei. Hat er schon so sauber Also runtergespielt. ich finde, Wuschel hat am Ende das Game etwa 50 Mal geworfen mit seinem Naja, ich finde aber halt, Ulti. der hat ja auch schon davor durchs Midgame so großen Polster gehabt. Sinioix hat das irgendwie kam er einfach nicht so ins Match rein. Ja, gibt's jetzt auch nicht so viel zu erzählen zu dem Match. Dass unser Neueinsteiger Azreel dann direkt mal 5-0 gegen Tread unterlegt, finde ich wiederum ziemlich Das schauen wir interessant. jetzt wieder an. Ja, aber wir können doch. Ach so, ja, wir haben Tread gegen Azreel. Das schauen wir uns später an. Aber ich bin heute verpeilt. Naja, aber was wir sehen ist, mein Team, Seabird, der konnte Holzbuch knapp 1-0 schlagen. Ich denke mal, das ist jetzt kenne ich die Überraschung, dass ein Seabird Holzbuch besiegen kann. Also ich sag's, ist das Holzbuch ist, der kann schon Powerhouse sein. Ja, aber man muss auch ehrlich sein, ja, man erwartet dann schon irgendwo von Seabird, dass man das gewinnt. Gott sei Dank hat der Don rumgeschäft. Also ich sag's, es ist die Hurricane Misses waren unlucky. Ja, also Aber ich weiß nicht, die wie das beide Game hätten danach hinten verlaufen müssen. wäre, natürlich. Man muss halt aber auch dazu sagen, dass ja, irgendwie wiederum war es auch ziemlich nervig. Ich weiß nicht, ob das ein Roll war, der Draco auf Moltres. Generell das Lavita-Team hat an dem Spieltag Lust auf Specs Moltres, hatte ich das Gefühl. Ja, und dann Specs Moltres, das erzähle ich, dass Specs neu waren, mit Infiltrator gegen Sub Moltres, war das ziemlich cool. Auch wenn ich denke, es war primär gegen Sub Curum gerichtet. Aber, ja. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass das Game dann nochmal richtig knapp wurde, eigentlich. Es soll schon Leute gegeben haben, die Sub-Bulk Bass-Hulk gegen Neuron gebracht haben. Ja, die soll es auch gegeben haben. Lol, Noah spielt random. Aber man muss sagen, dass Finn eventuell ein Controller runtergefallen ist, den er herumliegen hat. Darum geht es nicht, aber worum es geht, ist, dass der Sticky Barb auf Celebi am Ende den Tag gerettet hat.
Der war ja ursprünglich geplant, um sowas wie Raichu Volcanion, was es dann auch getan hat, oder auch Zapdos oder auch vielleicht Clef ein bisschen zu verkrüppeln. Falls es Anywhere Clef ist, weil das kann es eigentlich schon gut sein gegen Kyurem. Der hat dann am Ende irgendwie den Tag gerettet, weil sonst wäre das ziemlich nervig geworden gegen Lefties Volcanion, wenn man ehrlich ist. Und ja, und am Ende gewinnt Sludge Wave Packs, was ein bisschen falsch aussieht, wenn du mich fragst. Ja. Das ist jetzt meine Frage, wer war die Sludge Wave so nötig? Also Siebert hat halt gemeint, die macht, die brauche er für Ich glaube, die Sub-Volcanion. braucht er gar nicht. Aber scheinbar braucht er sie wirklich nicht. So macht eh nicht genug. Aber ja, man hätte auch Mudshot spielen können eventuell. Ja, tun. Als Ja. Sludge Wave hat halt immer die Poison-Chance. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du Volcanion gepoisoned ist, oh, Poison plus Dickbop für Flames. Aber ja, man muss auch noch sagen, dass Honchkrow ziemlich gut war mit Pursuit. Und dass man da halt zackert auf den Sub, da ist halt Siebert davon ausgegangen, dass Volcanion schneller ist als Honchkrow, weil er war nicht Fullspeed Honchkrow. Wenn er da halt einfach auf plus 1 rein Night Slasht, dann macht das halt schon richtig guten Schaden auf Volcanion. Und weil dann kommt halt auch der Burn, was ein bisschen unglücklich war. Hat er eigentlich, was hat er für ein Item, das Honchkrow? Warte, ich schau kurz auf den Team-Server. Siebert, Man hat Siebert. nichts gesehen, der war auf jeden Fall nicht low. Black Glasses. Ach so. Wenn das Volcanion nicht geburnt hätte, hätte der dann gewinnen können? Ich glaube, der hätte. Ge Nein, ich weiß. Ich glaube, da war noch ein Clef, ne? Ne, Clef war schon weg. Wobei, nee. Doch, es war schon weg. Ja, der hätte actually Ja, das Game gewinnen können. es war ein bisschen, vielleicht für Holzbuch ein bisschen unlucky, dass man keine Ancient Power Boosts bekommen hat, auch wenn das immer so eine Sache ist, Ancient Power Ja, Boost. also unlucky würde ich nicht sagen. Das sind Ja. halt immer noch Unlucky war nur. dann für Siebert die Roll auf Mega Vido, damit Kyurem nicht instant gewinnt. Das war, eher ungünstig. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum reden wir eigentlich nur über das Match, aber das ist mir aufgefallen, das eine Match ist gar nicht da, über das andere haben wir schon gesprochen, was ein schneller Sweep war. Und das andere schauen wir uns als Replay an. Aber, also ich muss halt auch sagen, dass ja, Donphan man nicht unterschätzen sollte. Ich weiß, du hatest uns dafür, aber der Donphan, der ist anscheinend Chef. Also ich hate Donphan nicht als Mon, sondern weil er wieder so fucking overhyped ist. Gangshot Er ist Mob. wirklich das neue Mola. Und ich hasse es. Ich muss wissen, Donphan wurde nie geliebt von irgendjemandem. Und dann hat der Donphan rumgeschäft. Leider kam mal von mir kein Sidonphan gegen Megavino zum Einsatz in einer anderen Liga mit Z-Bounce. Broken. Sidonphan einfach, das war Ich da. würde sagen, wir schauen jetzt das Replay. Was hältst du davon? Ja, okay, ich rede zu Bevor schwärm zu ich lange, mir weil hier gleich die Hand Z-Burn. breche. Du brichst ja die Hand ab. Ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut, so Gumball gegen Long zu schauen, weil das ein cooles Match war. Aber ich habe wieder gemerkt, dass wir Gruppe D sind. Ja, und wir sehen Azreel, D für Dummy. der für Dummies Draft liegt, denn die ist das Geilste. Mein Gott. Wir sehen Azreel, der neu ist. Wir sehen Toad, der alt ist. Oder so. Nee, Spaß beiseite, aber ich werde jetzt das Matchup vorstellen, weil Frabbels durfte auch die Anmod machen. Da bin ich Heute jetzt ist alles einfach. umgekehrt. Ja, Gegenteiltag. Ja, wir sehen ZX auf Astrid Zeit. Wir sehen Ocha, wir sehen Deoxys Death, wir sehen Crobat, wir sehen Goli Goli, also Golisipot. Und wir sehen Zarina. Und dann sehen wir auf Treadner noch ein bisschen interessantere Auswahl. So, also erstmal Victini, dann sehen wir Propopopass. Dann sehen wir Mega Beetle, Milotic, Gren und Coco. Also dieser Momentum-Kette da von Toad, wie man sie eigentlich kennt. Und ja, was mir auffällt, was ich hoffe, für Toad, dass das ein cooles defensives Coco gegen Ocha ist. Das wäre cool. Der checkt Das ist irgendwie. auch das Einzige, was er hat, ungefähr. Ja, irgendwie schon. Vielleicht macht Probopass das, aber der könnte halt auch Sisu spielen. Ich weiß auch nicht ganz, wofür Probopass da ist. Was kann der? Ich auch nicht. Ich habe absolut keinen Plan, was der tun soll.
Also. Also sagt X, checkt er nicht vernünftig, oder checkt er nicht Crowbase vielleicht, aber er sagt extra einen Crowbase checken, Du muss nimmst, glaube sein. ich, nicht extra einen Crowbar checken, gefülltes Coco und Crowbar checken, weil man kann auch mal Also auf ich meine, den. er kann Rocks legen auf Crowbet, so, das kann er. Das ist cool, Ja, weil. wahrscheinlich wird das die Die sind einzige auch. Aufgabe von dem sein, nicht? Naja, immerhin sind es die einzigen Rocks, die er hat gegen Sat-X. Ja, Aber das wird sein. Fakt halt auch, ob das der Rocksetter gegen den Spinner verliert. Steel ist auch nicht dabei, den er trappen könnte. Nee, das würden wahrscheinlich einfach Rock sein. Vielleicht Rocks Explosion oder Mich so. triggert nebenbei apropos fast enorm. Also, wenn ich mir dir anschaue, wie er die ganze Zeit auf und unter tickt. Achte genau drauf. Was ist mit Wie so dir? ein Buzzer, den man die ganze Zeit drückt, wenn man eine Antwort weiß. Ich hau gerade auf meinen Tisch wie auf dem Buzzer. Zugeschlagen, Lösung bitte. Hab ich. Max Schradin, das Probopass, das würde ich mir bitte wünschen. Ja. Was sehen wir nach Koke? Sieht der offen. Ja, der war ja schon defensiv eingeplant. Gren sieht offensiv eigentlich auch relativ gut aus. Weil man sich gegen Checks entschieden hat, wie Feeny Umbreon. Und Toxic Croak, falls der kein Extra Sensory spielt. Victini, vielleicht ist so ein cooles defensives Sat-X gegen Victini, der kann das bestimmt machen. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Mega Beedrill? Ja, Ja, da also ist ich, Crobat. wie gesagt, wenn man irgendwie Crobat Remove bekommt, sieht Mega Beedrill in 10 aus, sonst geht es eigentlich. Wobei, also Crobat darf halt nicht zu sehr gechippt werden, glaube ich, weil zwei Nocs können schon wehtun von dem. Vielleicht kann er sowas Ich wie weiß Double halt Edge nicht, fahren. ob Crobat Full Speed geht oder auf Grand Creep ist oder Full Fist ist so. Ich nehme mal an, auf Gren gecreept, weil dann könnte man vielleicht noch so eine U-Turn spielen und dann ist es auch nochmal nett gegen Gren. Generell der Brave Bird irgendwann gegen Gren ist, glaube ich, nett. Oder man will vielleicht eine Sludge Bomb haben gegen Milotic und Gren. Coco auf den Switchen. Naja, wir haben schon spät. Ja, Ich würde sonst auf sagen. Azriels Seite, ich Achso. finde, Aura sieht ziemlich gefährlich aus. Ja. Also da ist halt Coco so, aber wenn der zum Beispiel Bandit kommt, dann darf Coco auch nicht allzu sehr gechippt werden. Ich finde Sat-X jetzt auch nicht ungefährlich. Daher kommt Ja, also prinzipiell nur Sat-X Milo. sieht kaum kein Bastard Da aus, ich kommt sehe da prinzipiell. absolut keinen Switchen rein. Milotic kommt da vielleicht ein bisschen rein, aber der macht ja mir jetzt auch nicht so viel. Ja, die Outrage Pampa. Na gut. Kurzer Baryon gewonnen. Der meint, dass der Outrage kein Drawback hat. Ich sage auf A, Sat X, Outrage kann man mal machen, wenn die Fairy den jetzt nicht so gut touchen kann. Das stimmt sogar einigermaßen hier. Also gegen Coco zum Beispiel könnte man das schon Was bringen. halt total ätzend wird für ein Toad ist, dass Astrid Spikes und Rocks dabei hat. Also vor allem zweimal rein theoretisch Serpfenmon. Spikes werden sicher dabei sein. Weil, und das ist halt total ätzend, wenn du so Momentum spammen willst. Naja, Also wir ich schauen mal sehe rein. hier Oder? trotzdem auf jeden Fall das Matchup bei Astrea. So. Ja, das sehe ich auch. Entschuldige meinen Namen, es war 5 Uhr. Oh Gott, wer ist denn um die Uhrzeit noch wach? Nein, ich bestimmt nicht. So, wir sehen hier, wie angesprochen, der Switch in Hat er Crobat. einen Helmet? Er hat einen Helmet. Sü, Juno. Wenn Klärt er sich unlockt, kann Opas, ich ist auch ein anhören. dermaßen cooler Name. Man will direkt die Rocks erinnern und der ist auch für Rockstar. Und das macht man Gibt gut. es jetzt einen Power Jam? Oder eine Explosion? Oh, Won't auch geil. you? Kranker Damage, Probopass, kranker Damage. So besser so. Danke, So besser so, Finn, das kann ich erklären. Letztes Mal habe ich den kritisiert für Sash Gren mit einer U-Turn und allem. Ja, der sieht ja ziemlich Specs aus, wenn du mich fragst, oder? Phyllis. Oh ja. Aber ich verstehe nicht ganz, warum er da raus. Ach so, wegen Scarf, ja klar. Jetzt geht er drauf. Also, Probopass Rocks. ja. Aber Der irgendwie zu. Rocksetter verliert halt gegen Spinner, ne? Ja, aber jetzt kommt Mega Beedrill rein, oder? Weil der killt ja, aber man kann auch in den gehen. Henny's Rilla. Scarfing Tini, oh Gott. Wie schlecht. Ich hasse das gar Ja, für aber Tini. actually hätte man sich das nicht keepen können, wobei es ist halt kein V-Crate-Switchen da. Oh, hier Hier geht kommt die man mit Belly Le Drum, die ist cool. drei Hits und das Game ist durch. Ah, schade. Und jetzt sehen wir, warum Scale Shot absolut kein Move Hey, ist. hey, hey, nicht haten, aber. Na, ich weiß nicht. Das kommt auf den Speedtag, glaube ich, an, ob das Game durch ist, ne? Doch, wenn Scale Shot hittet, also wenn du Scale Shot dreimal hitten musst, dann hittet er nie dreimal. Ja, das stimmt aber auch, aber ich meine jetzt generell, es kommt, glaube ich, auf den Speedtag an, oder? Mit Viscafictini.
weiß nicht. Es hat wirklich nie so viele Moves gegen den. Ich weiß nicht, ob sein Headbutt Oder ist killt sein und Donny Headbutt auf Star. minus 1? Ich glaube halt auch, dass das Saat ein bisschen bulkiger sein wird. Der ist auf Beedrill oder so gecreamt vermutlich. Ja, das könnte schon sein. Ansonsten könnte man vielleicht versuchen, mit Coco den auf den Flare Blitz zu locken, dann nochmal Probopass, Victini, Chip machen irgendwie. Vielleicht ist ZX auch einfach schneller als Victini, weil ZX auf Beedrill gecreept ist und Victini auf Aura. Das ist ein guter Call von dir. Wir sehen aber auch noch Roost auf dem Set. Gehen wir jetzt nochmal für Ja, jetzt ist Belly halt Drum. natürlich belastend, ne? Ah ne, wir scalen schon einfach. Jetzt hitten wir wieder nur zweimal, okay. Wir sind tatsächlich toxic auf Melotic eh. Wäre es hier nicht der Play gewesen, nochmal auf Belly Drum zu gehen, so? Ja, Oder vielleicht schon. rauszugehen halt und ein anderes Mal Wir wieder zu sind toxic probieren? auf Melotic und wir sehen, Luck kommt rein. Der hat tatsächlich gar nicht mehr so viel Glück. Das Goldburn auf Aura ist ein bisschen nervig. Ich finde, man kann das ein bisschen besser irgendwie. Ja, Du also ich fand kannst das jetzt auch nicht so stark gespielt, CO ehrlich gesagt. Sets und hat ein Helmet. Das Ja, ist das ist schön. der Check für den. Das heißt, gut. Aber wir sind toxic gegen dieses defensive Kroko. Aber wir sind auch So, nicht. Ding ist es. Madness. Ah, Toxic mit Lefties und so wäre nervig geworden. Aber durch den Ja, der Scald Burn fuckt halt hart ab, ne? ja, und jetzt macht Tread das, was er machen will. U-Turn Spam. Jetzt können wir wieder im Specs Ist ein trennen. Flex Grand und claimed. Hier wird der beste Revenger für Gran abgeschmissen. Also ich sehe es Und wir schon, sind weil Spikes. Hat er noch tatsächlich sind wir gar nicht Defog? mehr so gut. Niemals. Und ich sehe, also Azreel hat Oh. jetzt auch keine wirkliche Win-Con mehr, ne? Ja. Das Spikes Einzige, was er hatte, vielleicht. ist Belly Trump Sard X und es hat leider nicht Nature's geklappt. Madness, U-Turn, Defog. Der hat tatsächlich, glaube ich, noch Roost im Set. Hilfe. Und klärt sich Opas. Klärt sich kein ZX, weil Probopass, das habe ich im Kai gegen den gemerkt, macht tatsächlich gar nicht mal so viel Schaden. Aber Azreel ZX wird dann auch ziemlich outplayed. Das ist gar nicht mal so gut. So, wir kriegen wir jetzt nochmal Spikes? Nein, wir kriegen Kill mit Golisopod. Irgendwie denke ich manchmal, Golisopod hätte Beast Boost. Apropos Beast Boost und Golisopod, oh, ich würde voll gerne in der Soul Linken Golisopod haben. Ich würde gerne einen BDT-Kulisse-Support haben. Wow, ich auch. Seid ihr fürs BDT angemeldet? Falls nicht, seid ihr auch zu Wahrscheinlich spät. nicht. So, wir sehen Teleport auf den und wir sehen dieses interessante Koko-Set, was von tatsächlich von Crobat gewallt wird. Und ja, also den Play, ich verstehe es. Also Crobat kannst du ja jetzt gehen, weil du weißt, du wallst den. Aber ich verstehe jetzt den Double nicht so ganz auf Deoxys. Was erwartest du denn, was auf Crobat da reinkommt? Warum Brave Birdet oder U-Turnt man nicht einfach? Und jetzt kriegt man hier weiter Chimp. Und jetzt claimt der Ja. wieder einen Kill. Aber der erlebt noch bestimmt was. First Impression. Oder wir getten Spikes, weil der muss ja raus. Aber wir zeigen hier die First Impression. Und wir kriegen Helmet Chip. Und auf Dauer gibt das eine 6. Nein, Spaß. Auf Dauer gewinnt das Koko eigentlich gegen alles so. Taunt hat er leider nicht. Aber Yuta macht halt guten Chip. Und lässt halt einfach immer auf Reader's Gren rein. Und das kann Azreel halt leider nicht punishen. Das killt auch einfach. Ja, jetzt drücken wir wieder First Impression. Das macht Dread gut, dass er da halt auch immer sicher spielt. Er hat ja nichts zu riskieren. Emergency Exit triggert. Vielleicht hat das Crobat, wenn es irgendwie Brave Bird krittet, noch Chancen. Aber der U-Turn lieber auch nochmal den Nee, Helmet. keine Chance. Ja, das U-Turn Koko ist da echt ein bisschen zu nervig für alles. Also was gefährlich worden wäre, wäre Sludge Bomb oder so gewesen. Ja, da hätte ich, man könnte da vielleicht nochmal Spikes holen. Oder kann man die jetzt noch holen? Ne, man Leech Life lieber. Ja, da hätte ich vielleicht lieber noch Spikes rausgeholt. Also, es ist eh Scarfictini, aber trotzdem. Vielleicht hätte man dann anders noch eine Chance gehabt. Wenn, ja, ein Trade geht auf die Differenz, wo er recht hat. Und recovert jetzt hoch. Und GG, schreibt Azreel. Und das ist vorbei. Ja, ich sollte hoffentlich jetzt auch nicht mehr gegen Roosten. GG-Hashtag gibt es da sogar. Ja.
Trade gewinnt dann. Hashtag Du schickst, mach mal Showteam. Ja. Man muss dann sagen, also du schickst, das ist ja schon mal falsch, weil wir haben hier strenge, strenge Regeln, wer schickt. Aber man muss dann schon mal dazu sagen, ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass du 5-0 gegen Asriel gewinnt. Ich weil, auch nicht. Ja, aber im Endeffekt war es dann halt irgendwie nur die eine Wincon, die Asriel hatte. Und auch wenn ein bisschen unlucky war, die dann verspielt. Aber ich würde auch nicht mal sagen, dass das ZX gewonnen hätte. Ich glaube schon, dass er gewonnen hätte. Ich bin mir nicht sicher. Also ich kann ja mal kalten, ob Sir Headbutt überhaupt einen ZX killen würde. Auf minus 1. Also ZX, der hat doch mega gut physischen Bulk eigentlich. Für ein offensives Mann so. Victini. Heust gar auf. Jetzt brauchen wir sein Headbutt. Hier. Das macht auf minus 1. Ja, gegen Non-HP macht das auf minus 1, 50 bis 59. Also. Der kann schon 9 Non-HP sein, weil du musst ja auch irgendwo vielleicht von Scarf Victini ausgehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte, glaube ich, einfach auf Beetle creeped so. Das sehe ich auch. Aber ich, keine Ahnung, ich würde vielleicht schon von einer Wincon also ausgehen, dass die auch sicher alles outspeedet soll. Ich sehe das Match dann eher in Asriels Favor, so, weil ich denke, der gewinnt das dann. Ja, also es ist auch vor allem eine Riesenlücke weg. So, keine Ahnung, Golisabot sieht plötzlich auch deutlich besser aus. Auch vor allem, weil Coco den halt nicht touchen kann. Okay, der auch nicht den. Aber ja, am Ende war es irgendwie Toxic Melodic plus dieses interessante Coco-Set, was dann alles geregelt hat. Und Probopass, ja, ist dann das einzige Mal, was gestorben ist und hat, was soll ich sagen, hat am Ende das gemacht, was wir prophezeit haben, Rocks gegettet. War dann am Ende auch wirklich so sauber runtergespielt von Specs Gren war halt auch gar kein Switchen da. Jetzt wird Serena auch einfach über 50 bekommen. Ja. Ja. Ja, also ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Ich habe hier Dankeschön. Nicht viel mehr zu sagen. Schön gesagt. ja, wir gehen, schauen uns an, wie jetzt die Tabelle aussieht. Wir sind jetzt schon an Spieltag 3. Das heißt, hier. Wir sehen Seabird auf der 1, dann sehen wir Shadow punktgleich auf der 1, dann sehen wir auf der 3 Dimitoras, der seine erste Niederlage hat. Dann sehen wir Tuet, Holzbuch, Cineox mit jeweils 1 Sieg und Wuschelkopf und Asriel im Tabellenkeller mit keinem Sieg, wohingegen Wuschelkopf noch ein Spiel weniger hat. Ja. Also ich finde es interessant. Also Tuet wäre sogar Dritter, weil der hat eine bessere Differenz als Dimitoras anscheinend. Ah ne, der hat nur einen Sieg, ups. Ich finde es interessant, dass der Shadow so weit vorne ist. Damit hat ja nie, nicht wirklich jemand gerechnet, doch, abgesehen ich. Von dir. Ich bin das Geilste. Aber du hast den auch nicht so hoch gesetzt. So. Nein, ich glaube, ich habe den auf 4 oder auf 3 oder so. Aber ja, dass er da. Ja, dass er bis jetzt ungeschlagen ist, überrascht mich auch. Also ich bin halt auch. Also ich hätte halt durchaus eher erwartet, dass der Mitros gewinnt, aber anscheinend ist dem nicht so. Naja, er hat jetzt auch einen Spieltag. Aber halt und auch wen hat er das gespielt gehabt? Ich glaube, der hat auch relativ solide Gegner für die Liga gehabt. Shadow hatte Wuschelkopf, Shadow hatte Dimitoras und Shadow hatte, glaube ich. Ich glaube, Toad hatte der. Ja, siehst du, also Death Shadow hatte bis jetzt recht solide Gegner so. Also Wuschel und Wuschel und Dimitoras wurden auch recht hoch. Wie soll ich sagen, predicted und deswegen, das ist naja, Asriel, ja, wobei doch schon, aber ja, aber Dimitoras hat ja jetzt auch erst eine Niederlage und wird halt auf, eher aufgrund des Teams hochgehandelt, nehme ich mal an. Ja. Ja, das stimmt. Siebert ruft eigentlich gute Leistung ab, das ist doch schön. Ja, Siebert punktet wie erwartet. Wuschelkopf kann man halt nichts sagen, der hat halt zwei Games gehabt, zwei Games verloren, aber das heißt auch noch nicht viel.
Ja. Na, also ist schon mal ein Dass der Unterschied. vierte Platz negativ steht, ist auch ein bisschen interessant, finde ich. Das kann sich, glaube ich, noch ändern. Na, wobei. Sonst, Asriel hat halt jetzt verloren, steht 0-3 da mit der Leistung des Vorgängers zusammen. Ist unlucky, aber macht man nichts. So ist halt ein bisschen überraschend, dass Asriel verloren hat, aber es ist auch nicht die größte Sensation, denke ich. Ja. Und ja, das dauert. Ich glaube, am letzten Spieltag spielt erst Seabird gegen Shadow. Also, wenn das so weitergeht, haben wir da so eine Situation wie Shiny gegen Richard. Aber vielleicht, ja, ist es Weniger später. Niederlagen. Ja, schauen wir auf die Killliste. Wir haben schon von einem Mon gesprochen. Ist nicht Liga 10 mit dem dummen Fisch. Wir sehen Garchomp. Finde das sehr gut. Wir sehen Garchomp. Der hat 13 Kills in 3 Einsätzen. Dann sehen wir Ludicolo, der mit seiner One-Man-Show da noch bleibt. Und Gwen hat jetzt ordentlich aufgeholt. Und ja, dann geht's halt weiter mit Keldeo, Volcanion, Toxapex, was 4 Kills hat. Ja, Victini, Celebi, Altaria, Mega, Torgis, ja. Was fällt auf? Ich finde auf jeden Fall das Packs sehr, sehr interessant, bevor wir zum Chomp kommen. Das Packs 4 Kills hat es schon ein bisschen crazy so. Ja, es Also, war absehbar vielleicht sogar, ich weil. weiß nicht. Es ist jetzt nicht allzu crazy, dass ein defensives Mon 4 Kills macht, aber Ja, Packs so bei Pax ist es weit dann halt oben so oft irgendwie früh sieht man so. jetzt nicht so oft. Ne? Bei Pax ist es dann halt oft sowas wie so Sludge Wave von der letzte Schlag dagegen bei Canyon. T-Spikes war es auch. Ja, Und. und sonst schön, dass Ludicolo oben bleiben konnte, aus meiner Sicht. Ich bin ja, wie gesagt, sehr großer Fan von Ludicolo. Dass der halt noch auf Platz 2 ist, freut mich Frabbels war sehr. auch schon Pionierin, sie hat schon Ludicolo vor Prezzn und allen gepickt, falls jetzt hier die Leute auf böse Verschwörungen kommen. War broken der Kater eigentlich. Und Chancy mit 2 Kills ist auch relativ cool. Und halt das Chomp, das ist sehr auffällig mit seinen 8 Kills 13. Vorsprung auf den zweiten Platz. Ja, das und einfach 13 in 3, das ist mehr als 4 Kills pro Game. Ja, das ist einfach insane. Er hat sich jetzt einfach 2 Leute geschnappt und die einfach, also sogar 3 Leute geschnappt und einfach geradet. Ich weiß Chomp es ist ein nicht. kranker Mann. Ja, man kann gespannt sein. Warte, was steht so nächste Woche an? Das ist eigentlich gut in der Zeit trotzdem. Was steht so nächste Woche an? Wer spielt da so gegen wen? Das wollte ich mal kurz anschauen. Wir sehen hier Quack, Toad gegen Seabird. Mal schauen, ob Seabird auch weiter liegen kann. Wuschekopf sollte mal anfangen zu gewinnen. Asriel gegen Demetoras. Und Shadow darf gegen Sinioix. Da darf sich Sinioix mal. Sinioix vielleicht der Erste, der nicht von Chomp auseinandergenommen Was wird. hat der denn? Wir können das ja gerade blitz nachschauen. Sinioix. Ich denke immer, Sinioix wäre in dem Team. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht warum. Sinioix, das schafft er Er hat schon. Hangrove Slow, Bro, das soll schon im Bereich Das des schaffen wir schon, Möglichen das sein. schaffen wir schon. Oh, die werden alle ehrenlos umgedragt. Naja. Ich sollte hier nicht ghosten. Wir machen weiter, Liga Z, würde ich sagen. Alles Hallo, klar, ich Liga bin auch Z. nicht dran. Ja, du darfst die Matchups Und vorstellen. zwar haben diese Woche gespielt Shiny gegen Philipp, Tari gegen Wolle, Peking-Ente gegen Oskar und ich glaube, das Liga 4-Game ist noch nicht da, kann das sein? Das Liga 4 Game. Doch. Ah doch, Megalogo gegen Fronz, das ist neu. Stimmt. Oder ist es Ja, noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die gespielt, das das wurde heißt, alle Games nachgeholt. sind da. Und wir werden später genauer auf das Game Shiny gegen Philipp eingehen. Schweini. Das heißt, ich stelle euch die Ergebnisse vor. Und zwar hat Tari 2 zu 0 gegen Wolle gewonnen. Peking Ente hat 6 zu 0 gegen Oskar verloren. Süß. Und Fronz verliert überraschenderweise 0 zu 3 gegen Ja. Megalogok Ich habe es ja gecallt, der geht so 5-2 oder so. EX. Irgendwann mal bestimmt. Jetzt fängt er an. Da sind die ersten 3 Punkte von Megalogok. Franz hat das irgendwie nicht so optimal gespielt, glaube ich. Hat dann ein bisschen Stress mit dem Bäumchen im Showdown-Chat gehabt. Soll dem Besten passiert sein. Ja, ein bisschen Pech mit Seedtalk-Turns habe ich noch mitbekommen. Ansonsten. Es war, glaube ich, ein relativ zähes Game, ne? Ja, also.
Liegt halt vielleicht am Megalogox-Kader, der mal wieder nicht so offensiv geraten ist. Aber Ich finde auch generell das Gesamtergebnis der Begegnung der Teams sehr interessant. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen. ja, Aber also, dass das komplett, dass das ein ich. Sieg für die Selbsthilfegruppe wurde, ist dann doch sehr interessant. Ja. Und vor allem Megalogok, der bis jetzt ja, ich glaube, das einzige Liga 4 Selbsthilfegruppe-Mitglied war ohne Sieg, kann das sein? Oder war Bäumchen auch ohne Sieg bisher? Aber ich glaube, die Baum, sind gar nicht so schlecht dabei, Baum, wie man. Baum hat gewonnen, Baum, oder? Nee, das war Bäumchens erster Sieg. Der Ja, ich glaube, Goat. wobei ich glaube, die haben, viele haben ihren ersten Sieg geholt. Also alle haben, glaube ich, ihren ersten Sieg geholt. Anton hat Aus da Enten, der da aber schon vorher gewonnen gegen gehabt. Rafa, das sehen wir hier gerade. Ja, aber wir sollten gar nicht auf die anderen Liga gehen. Aber ja, dass Megalogok jetzt halt gewonnen hat für Alfonso, ist das auch ein halber Rückschlag, der ja auch schon gegen Wolle Ja, vor allem einstecken für musste. Fons, der eigentlich, glaube ich, recht ambitioniert daran ging und jetzt schon seine zweite Niederlage einstecken musste. Ja. Ja, macht man nichts, ne? Nächste Woche dann wieder. Dann haben wir das Game Peking-Ente gegen Oscar. Das war auch sehr interessant. Da waren sehr wilde Sets dabei. Ich rede hier von Raindance Labras und Lactuolona mit Sandstorm. Fand ich sehr, sehr cool. Was dann damit endete, dass Nasty, Sub-Nasty Gengar Clef nicht wirklich touchen konnte und dann gegen CM das 1v1 verlor. Und schlussendlich hat CM Clef dann tatsächlich das Game gewonnen. Das war's, glaube ich, grob gesagt. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass CM Gengar dann am Ende das CM Gengar, genau, CM Clef das Game dann inzwischen gewinnt. Also ich habe von Oscar danach im Voice erfahren, ja, Ghosting Call laut der Peking Ente bestimmt wieder, dass der gute Oscar den Clef nur hacken wollte, um danach den Sub halt irgendwie wegbekommen wollte. Und dann hatte die Peking Ente aber halt, weil das war der andere Wayclef, hatte die Peking Ente halt irgendwie nur Shadow Ball tatsächlich drauf. Und dann wurde dann Clef schnell zu Wincon. Ja. By the way, Oscar, wenn du das hörst, bitte gib mal früher Bescheid, wann du bilden willst. Das ist nämlich schon schwierig, wenn du immer nur Sonntag bist. Ne? Das ist eine Das sehr gibt eine schöne 6. Teamabsprache hier. Das gibt eine 6. Ja. Insgesamt muss man dann auch sagen, dass die Wiener Burschenschaft einfach zu mächtig ist. Also, das war bestimmt der Gedanke der Oscars. Clef, Nickname müsst ihr wissen, das hat Rafa uns analysiert. Ansonsten. Was ansonsten noch so? Ja, die Peking-Ente, sehr interessant, wie ich schon Ja, gesagt, wie gesagt, ich Raindance. fand es auch interessant, dass PJ Weavile Clef nicht twitten konnte. Labras. Also es Sandstorm, waren sehr Alola, wilde Sets Dactuel. wieder mal. Fand ich sehr Also cool. was die Peking-Ente da auch im Shonen-Chat fabriziert hat. Darüber reden wir jetzt sehr weniger. Ja, das war ein Fest aus Ich beiden fand es Seiten. schön, dass die Peking-Ente für Oscar gebetet hat. Ja, du warst natürlich rassistisch Tut mir unterwegs. natürlich nochmal leid, falls du dich angegriffen fühlst von meinem Kommentar. Das war absolut nicht böse Racism. gemeint. Nein, So, auf jeden Fall. ich Hast du find's. noch was weiteres zum Kampf zu sagen? Nö, ich finde es nur überraschend, dass ich wollte weitermachen, dass Tari sich gegen Wolle tatsächlich durchgesetzt hat. Hm, das finde ich auch sehr interessant. Also, Das wir war. haben ja auf jeden Fall einige Überraschungen den Spieltag. Tari war, glaube ich, bisher auch ohne Sieg. Und Er Wolle gegen mit Fons hat zwei vier Siegen. verloren. Ja, und Wolle mit zwei Siegen halt. Und am Ja. Ende. Archops war mit, das war ziemlich cool. Blöd. Blöd, dass dann das Zapdos irgendwie Scarf oder schneller war. Weil später hat er dann auch noch geroostet, also scheinbar war der gar nicht Scarf. Dann, was ist dann noch so passiert? Du hast dir die Replays eher angeschaut. Zapdos toxt halt irgendwie alles. Ich muss das mal prüfen, weil das war Toxic Roost Zapdos, bin ich mir sicher. Sub-Alola Marowak. Es hat ein bisschen schade gewesen, dass der halt mit T-Wave durch nichts durchkam. Und so Deoxys Death erstmal nicht breaken konnte, aber ja. Ja, das war kein Choice Scarf Zapdos. Archops ist einfach nur Nee, was? langsamer.
Warum auch immer. Natürlich krass. Ich weiß nicht, ob man da am Ende irgendwie das Wesen verkackt hat oder so. Weil das passiert ja auch manchmal. Oder vielleicht nicht auf Fullspeed zappt, das gekriegt, man weiß nicht. Ja, dass dann Tari da auch drin bleibt, ist vielleicht interessant. Vielleicht hatte man eine Chartybeere gegen so Esti Lando. Ja, die willst du dann da auch eigentlich nicht verbrauchen. Aber im Endeffekt hat das ja geklappt. Das aber, dass Alola America T-Waved worden ist, fand ich sehr interessant, wenn man schon Shadowbone spielt. Achso, ja, Shadowbone war. Ich meine, wenn man schon. Wenn der Gegner schon Coco hat, finde ich, könnte man vielleicht sogar Lightning Rod spielen. Weil dann kommt er ja einigermaßen sogar auf den rein, was ziemlich cool ist. Oder beirre ich mich jetzt? Ja. Also das finde ich halt, naja, auf jeden Fall hat man auch dann aus den Fehlern gelernt und hat, er wurde geteawaved. Urshifu macht ein bisschen Bum Bum. Und dann war das Schmetz auch schneller um für Wolle, als man es auch schauen konnte. Und das sorgt ein bisschen für eine Überraschung. Und generell Überraschung kann man auch sprechen, wenn man sich eventuell die anderen Ergebnisse anschaut. Aber wir sollten nicht so auf alle eingehen, aber ja. Ja, was ich noch sagen wollte zum Kampf, anscheinend hat ja Tari mit Flori geteambildet. Ich glaube, das Wobby. ist Flori, ja. Und also ich weiß nicht, Leute, also wir spielen hier in der Vierer-Teamliga. Ihr habt drei andere. Jetzt muss das wirklich sein, dass man dann noch mit weiteren externen Personen bildet. Also ich glaube, Wolle kennt ja Flori auch recht gut und ich glaube, Wolle hat nicht ein großes Problem damit. Ja, Aber das ich schon finde es nicht immer. trotzdem schwierig, dann halt noch mit anderen Personen zusammenzubilden, wenn man schon drei Teammates hat, so. Man hat drei Teammates und dann musst du noch einen fünften fragen. Spricht jetzt auch nicht quasi für dein Team. Ja, irgendwo Ja, sind wir ich auch noch weiß in der nicht, wie cool Lockerroom. das für die anderen Teilnehmer dann ist. Auch, aber auch dann irgendwo nicht schlecht, das offen einfach trocken zuzugeben. Ja. Aber. Ja. Danke, Flori oder so. Wann geht ihr erlernt Bann at Master Tyrus? Das ist die Frage, die ich mich stelle. Nein, Spaß. Die Frage, Weil. die ich mir stelle, ist, wie Shiny gegen Philipp gespielt hat. Das sieht man nicht. ja, so. Du darfst diesmal auch wieder das Matchup vorstellen. Ich habe das eben gemacht. So, Bin auf ich der heute Seite von verpeilt. Shiny haben wir einen Boreas in der Tiergeistform, ein Glurak in seiner X-Mega-Form, ein Mega Zerhaora in Burak seiner X. normalen Form, ein Rotom in seiner Waschmaschinenform, ein Phlorgis in der roten Blumenform da. Und ein Bronzong auch in seiner normalen Form, genau wie das Zerora. Bronzong Dann ist die haben wir Vorentwicklung auf von Steeler. Ja, red. genau. Dann haben wir auf der Seite von Philipp ein Ravigator, ein Milotic, ein Diancie Mega? Nicht Mega? Ich weiß es nicht. Mega. Mega Diancie. Ein Katapultra, ein normales Cherox in dem Fall und ein Karpilz. Und den finde ich richtig cool. Karpilz, der kann was machen, glaube ich, in dem Matchup. Ja, ich sehe den jetzt nicht wirklich, das machen so vielleicht Das Hubseeds kann bestimmt Ignition, nervig Bullet sein. Seed, Edge, Mach Punch oder so Nein, vielleicht. Rocktomb spielst du ja. Ja, Ja, aber ich meine, Rocktomb. für Bronze haben wir einen Move, ne? Ja, aber weil du Edge gesagt hast. Ach so, ja. Also eher dann Rendern Rocktomb. Aber ja, weiß nicht. Ich finde, finde ich Thorn, also finde ich das Thorn broken aussieht, ja, weil der Rocktap. Mega der Yancy braucht halt nur ein bisschen Chip. Und ansonsten irgendwie, keine Ahnung, Thorn tauntet alles, knockt alles, U-Turn auf allem, Hurricane auf allem. Halt außer Mega der Yancy, aber der ist auch schneller tot, als man schauen kann. Und ihr willst ja nicht wirklich jetzt switchen für ein Mon, was am Ende nur rumpivot nutzen und auch selbst in Shiny einfach nur reinlockt und danach U-Turnt. Ja, sieht auch schon ärgerlich aus. Ich finde Aura, finde ich Aura halt gut. Ja, ich finde Aura ziemlich gut auch noch in dem Matchup. Vor allem, weil du halt Mon hast, was schneller als Pult ist. Du hast Mon, Genau. was. Was den Ground gut hittet. Dann Rotom Wash. Finde ich Rotom Wash cool, bestimmt. Der Phlorgis ist Ich halt. finde, sorry. Ja, ich finde halt Phlorgis, Bronzong. Decken irgendwie zusammen eigentlich ziemlich gut alles ab, quasi. In dem gegnerischen Team, so kommt es mir ein bisschen vor. Doch Ja, die also ich finde Karten. halt vor allem Tauntea noch sehr gefährlich, weil da ist wirklich das Hübschen rein. Ich meine, klar, Mega Diancie. Aber wenn der HP Steal oder so spielen sollte, Das das könnte wäre er auch auch kritisch. machen, ne? Ist der HP-Stil so.
Ja, dann wird es richtig gefährlich mit dem, finde ich. Taunton, Und Nasty, HB, Steel, Hurricane sieht halt broken auch aus. sonst, wenn Flawless ein bisschen gechippt wird, sieht es auch schwierig aus mit dem Pull-Switchen, finde ich. So. Oder, also wenn der auch physisch ist oder Expert mit Steelwing oder so, das kann auch schon gefährlich werden. Also Pult nicht zu unterschätzen, immerhin ist das Aura da was schnell, ziemlich sicher. Aber ja. Ja, Pult ist halt nervig, wenn da so Willow, Hex ist, Rocks noch ab sind. Ja, dann wird ja, glaube ich, wird es auch für Flogis ein bisschen nervig, finde ich. Oder halt, wie du hast du es gesagt, bestimmt. Steelwing ist halt ein bisschen nervig und halt auch, weil Flogis eben nicht die beste Fisterfest ist, aber ich meine, er macht das immer noch. Thorn lebt aber auch nochmal alles und irgendwie Thorn lebt auch von allem alles. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Jo. Bei mir auf der Straße sprechen Leute Englisch. Naja. Ja, wir sehen Nock, Taunt. Wir sehen den Helm mit auf Melotic. Und wir sehen Taunt. Taunt, T drückt Taunt. Dass sich da Philipp baiten lässt. Ja, das ist irgendwie gar nicht mal so gut gespielt. Du hast Taunt. Also, du hast legit Taunt 0% gemacht. Weil 31. Ein Mido halt tippen Und lassen. kein Item mehr. Naja, das war auf jeden Fall auch gut gemacht von Shiny. Was Jetzt stark sieht wäre es jetzt, allerdings ein bisschen Band aus. Pursuit von Crook wäre jetzt lustig gewesen. Aber naja, man defogt einfach, das ist okay mit der Haschmaschine. Da kann man wieder wohl switchen. Specs rot. Weiß, ich finde den Nickname jetzt ein bisschen kritisch. So. Ja, irgendwo schon. Anja, wirklich mein liebster Charakter, sehe ich auf keinem Discord-Profilbild und keinem Naming, Theme und kein Logo. Feiere ich, wenn man das mal hat. Ja, wir sehen jetzt den Pilz und wir sehen Poison Heal Set. Das ist doch interessant. Ja. Irgendwie sehe ich immer öfter Subseeds. Man rustet hier sicher. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil man geht raus. Weil oft ist es auch so, dass. Finde Gumbas Kommentar sehr schön. Genau so schlecht wie Einfach das. so schlecht wie das Bäumchen. Schön. Schön formuliert, Gumba. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, es gibt ja auch irgendwie immer die Leute, die sagen dann so, die zeigen dann immer ihr Mon gegen Sat X, weil der könnte ja als DD klicken. Und dann killt, claimt er halt einfach einen Kill, aber man kann auch einfach hier Flare blitzen. Und auch ein Kill-Claim. Aber ich verstehe auch nicht ganz, warum man nicht Mega Dianzi geht. Vielleicht hat man vom Steelwing Angst gehabt, aber jetzt kann man wieder Rockslingen, aber man könnte auch vielleicht auch einfach mal knocken oder jetzt vielleicht auf den Obvious Defog rausgehen, aber man geht sicher im Volumen. Also wirklich, das Krug, also auf Dauer, wenn das immer so weitergespielt wird, verliert Philipp nur Mons. Hier geht man hart raus auf das schlafende Thorn. Jetzt kriegt man Moves mit Pult raus, aber Jetzt also bin ich man. gespannt, was das Blut für ein Set hat. Ne? Ja, aber ich finde, man hätte auch einfach mal Rock tumpen können. Aber naja, wir sind die Pult. Ist interessant, mit Steve. Roselli oder so könnte jetzt echt gefährlich werden. Oh, der Der bringt. lebt sogar. Weakness Policy, wow, das wär's. Light Screen Weakness Policy. Der Steve Wing Miss. Also aus dem. Der Steve Wing Miss ist, glaube Warum ich. man hier rausgeht, verstehe ich aber auch nicht so gar. Ja, man Wobei hätte. schon. Ich glaube, ich hätte gedartet und dann wäre es wieder eine 50-50. Weil ich glaube, das Rotom hat ein Helmet tatsächlich. Und da war der Miss Oh. jetzt actually richtig gut für Philipp. Der Miss ist sogar gut für mich, lol. Ja, also der Miss war da jetzt gut für ihn, weil sonst wäre Pult weg. Aber, oh, wäre das Lightscreen-Pult, stell's dir mal vor. Die Wing, die da als Lightscreen. Wow. Du machst da nichts gegen Bronze. Lichtschild. Aber, ja. Rotom Wash Wool switcht einfach. Das ist okay. Und man kriegt wieder Sat-X rein. Philipp schafft das, und man zeigt diesen auch im Mon gegen Sat-X. Philipp schafft es, das echt optimal zu spielen. Jetzt könnten wir vielleicht auch einfach mal knocken und. Oh. Ja, einfach mal noch, oder? Ja, diesmal ist es schief gegangen. Rocks wären es vielleicht gewesen. Jetzt kommt Mark Clark rein. Da kann man auch einfach mal sicher Firepunchen. Es gibt auch noch einen Burn natürlich, weil warum nicht? Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man jetzt sagt, dass dieses Aura jetzt das Game cleant. Man könnte jetzt vielleicht schon mal Diamond Storm, um eine Chance zu haben. Man crittet sogar.
Kriegt sogar den Death Boost. Jetzt sollte man vielleicht nochmal Diamond Storm. Aber nö. Man geht einfach hart Man drauf. entscheidet sich hier einfach rauszugehen. Jetzt kriegen wir nochmal Pult rein. Jetzt wird's aber ausgedacht. Power Herb Phantom Force. Ich finde den Pult hier generell furchtbar. Aber naja. Jetzt sehen wir Aura, der klemmt einen Kill. Und wir könnten noch Chancen haben, mit wer jetzt Diamond stoppen. Aber ich nehme an. Nee, das sollte durch sein. Ja, wir Earth Powern sogar. Oder ist das denn? Na du, okay, du hast keine rote Wash. Irgendwie, oder? Ich weiß nicht, ob das AV Aura ist. Nein, das glaube ich nicht. Hilfe. Ja, das Game war relativ dominant gespielt von Shiny. Ja, Philipp hat es irgendwie halt null geschafft, ProQuest zu machen. So die ganze Zeit Rocks legen, wenn immer nur der Defogger reinkommt, der es dann auf lange Hinsicht dahin resultiert, dass du wieder einen Mon gegen ZX hacken musst. War halt nicht so gut. Das war übrigens Scarf Crook, ist mir aufgefallen. Den hätte man sich vielleicht noch keepen können, um Englisch auszunehmen. Ja, man hat Scarf Crook hätte an irgendeinem Punkt auch echt gut aussehen können. Ich meine, Vlog ist sehr gechippt, so. Ja, das Pult-Set kann bestimmt was machen, gewinnen oder so. Also ich sag, das Pult-Set sage sehr gute Matchup auch. Aber man sollte halt irgendwie nicht dafür gehen, wenn halt Florges bei 100 ist. Weißt du? Ja, also ich finde, Philipp hat das Game echt nicht gut gespielt. So. Ja, und Shiny marschiert weiter. Ja, so, das heißt, Philipp, also wenn Philipp gewonnen hätte, hätte er auch weiter marschiert, ne? Ja, es klingt dumm und ausgedacht, aber ja, war ein Top-Match. Weil Philipp hat endlich ein Match gegen Tari nachgeholt. Sü. Ja, und wie das jetzt mit der Tabelle verläuft, das schauen wir uns an. Tabelle, los geht's. Ja, ich stelle vor, diesmal auch Liga D. Ja, wir sehen Shiny auf der 1 noch ungeschlagen, dann sehen wir Wolle mit einer Niederlage auf der 2, dann sehen wir Oscar auf der 3, ebenfalls mit 6 Punkten, Philipp mit auf der 4 mit 6 Punkten, Alphonse ein bisschen unter seiner Erwartung mit 3 Punkten, Megalogagex ein bisschen über seiner Erwartung mit 3 Punkten, Tari ebenfalls mit 3 Punkten und die Peking-Ente wird da von Frabbels ausgelacht. Spaß, sie meint das nicht böse. Ja, die zwei Goats untereinander. Oder so. Ja, wegen deinem Kommentar halt. Achso, ja. Ja, das finde ich auch. Ich finde es sehr interessant, dass Philipp tatsächlich 2 Siege bereits hat. Ich dachte, der wird die ganze Saison so viele Siege holen. Aber so kann man sich täuschen, ne? Philipp hat, er hat gerade gegen den aktuellen 7. und 8. Platz gewonnen, aber es sind Siege. Und die man sind muss, wichtig. Also ähnlich geht's. Ja, red du zuerst. Schön, dass Philipp die geholt hat für sein Team und ich mag es Philipp ja auch gönnen. Dann Wolle finde ich sehr interessant auf der 2, auch wenn das alles sehr, sehr eng beieinander ist. Also ich finde, abgesehen von Shiny und der Peking-Ente könnte jeder mit nur ein bisschen mehr Glück oder Pech auch genau auf der anderen Seite stehen, wo sie jetzt stehen. Deswegen kann man noch nicht zu viel über diese Tabelle sagen. Ich bin aber ehrlich, ich finde halt, dass Oscar auf der 3 ist, überrascht mich schon ein bisschen, weil, also Oscar kann schon spielen, aber hat es irgendwie noch nicht so oft gezeigt. Da sieht man, dass so eine Teamliga was ausmachen kann, halt, wenn man halt nochmal Hilfe bei den TBs bekommt. Und man muss aber auch bei Oscar ein bisschen dazu sagen, du hast gegen Megalogon und die Peking-Ente deine 2 Sieger. Das ist nichts gegen euch, aber es sind jetzt eben halt nicht so die Spitze von der Liga. Das Shiny weiterhin auf der 1 ist auch mit ein bisschen weniger brokenen Kader. Ist auch solide. Und ja, ich denke, vielleicht wollte die Peking hätte noch ihren ersten Sieg, dann wird es nochmal spannend da hinten. Aber ja, jeder kann. Ja, also von ja, so. Ja, den nächsten Spieltag kann halt die Tabelle komplett anders aussehen. Bei der Peking. Shiny. Shaky? Shaky ist leider nicht mehr back.
Ja, also hier an der Stelle, falls ihr bis hierhin gehört habt, VOCP-Podcast Vermisstenanzeige, wir suchen Shikinaga, Ja, falls ihr den bekannt. mal gesehen habt, letztens bitte melden. Ja, erkennbar ist er, spielt auch öfter Hooper U, spielt öfter schlecht. Spielt öfter tatsächlich sehr schlecht, ja. Macht die alte Klaus. Macht die Item Clause, ja. kann nicht verlieren. Nicht verwechseln mit mir, Immerhin bitte. nicht Terra, by the way. Weil der Oder mag die mit. Item Clause, glaube ich, nicht und spielt tatsächlich auch gut. so geil, dass das jetzt einfach drauf ist. Das spielt nämlich Ja, auch stimmt. Shit. Shaky ist auch Ja, wenn ganz es nach gut. Rego spielt, wenn es nach Rego geht, spielt Terra wirklich Shit. Aber Rego ist auch der beste Spieler der Welt. Leider dürfen. Rego, der hat das Pokémon Competitive komplett Ja, durchgespielt. leider dürfen die neueren Mon-Spieler nicht mehr sein, dann seine Raffinesse live miterleben in Draft liegen. Also, Immer eine Fistiff und eine Spätzle merkt euch das. Ja, also was ich mich auch noch von Zeoro, von Rego erinnere, weil das war gegen Zeoro. Also Finn hat es geschafft, mit seinem Galadarm in dem Matchup 6 zu 0 gewinnen, während Galadarm in dem Matchup wirklich immer eingeclaimed hat, während es Rego geschafft hat, 4 zu 0 zu verlieren. Das war es irgendwie nicht so, Rego, aber naja. Also. Kurz noch zu Rego. Wenn ihr ein Team seht und da steht Blissey, Slowbro oder Pex und Pharaoh, dann ist es immer Regos Team, weil der spielt nichts anderes. Spielt legit. Ihr müsst wissen, das ist Außer in OUTK. Draft League, da kommt noch Mega Scissor Kyogre. Mega Aber Saison. sonst Also, immer ich lese. Blissey, Pex, slash Bro, Pharaoh. Ich weiß nicht, also vielleicht trifft mir aber das ist egal. Rego kriegt ein eigenes Kapitel gerade. Also du musst ja wissen, der hat Rego macht ja öfter, nicht so oft, aber manchmal überlegt er sich so seinen ultimativen Draftplan. Und das hat er mal gemacht, vor so ein paar Monaten wieder. Und dann hat er halt einen PPL-Doc benutzt und das da eingetragen. Hat er mir stolz geschickt, er war irgendwie so. Also, warte, ich kann es selber herbeileiten. Das war Kyurem, Mega Scissor, Anego, Slurpuff war unter anderem dabei. Mauler war auch dabei, glaube ich. Was war noch dabei? Nicht zu vergessen, Tangela. Du verstehst, was ich meine, oder? Das klingt doch toll. Also, das, was Rego immer draftet. Also, als ich eine Der Woche ultimative Draft-Plan. mit Regos Kader spielen durfte, hatte ich im Kader Mega Scissor Kyurem Anego. Es war wirklich nicht mehr feierlich. Ich habe sofort erkannt, dass es Regos Kader ist. Ja, Rego ist auf jeden Fall, haben wir jetzt abgehakt, solltet ihr euch merken, einer der besten Mon-Spieler der Welt, einer der besten Hollow Knight-Spieler der Welt, einer der besten Unite-Spieler der GOAT. Nee, Spaß beiseite. Einer der Mon-Spieler mit dem geringsten Horizont, den es gibt, glaube ich. Ja, erkennbar, wenn wir schon bei Merkmalen sind, erkennbar ist Rego, wenn ihr mit jemandem im Voice seid und der plötzlich laut aufschreit, dass seine Kinder im Keller schreien. Ja. Ja, gehen wir zur Liste. ja, Liga Z, Tragapult hat Na, 8. Kuniga, dann Liga Y, by the way. Was? Ich sag mal, wow. Wie schön. Aber nur sagt mir diese Spielerin nichts. Keine Ahnung. Ja, macht man nichts. Aber ganz ehrlich, Es geht um Liga Z, die aber sehen wir trotzdem an einfach der da Stelle jetzt. Opfer, wer Monza an Beriscuda verliert. So, jetzt ist es raus. So, auf der 1 haben wir das Dragapult von Philipp. Dann haben wir auf der 2 Gliscor von Oskar, der ja ein bisschen Kills geholt hat, SD, glaube ich. SD, SD. Auf Ja, der einmal einen 6 Kill und geholt. einmal Dann 1. haben wir Pingoro und Zerora von 4 mit unterschiedlichen Einsätzen, gleich vielen Kills. Dann haben wir noch Galadarm, Dugtrio, sehr interessant, von Megalogic EX, Cleft, Tonti und dann kommt noch Crabominable, Typhlosion, Blastoise Mega, Sand-X, Zapdos, Kroko und ein paar andere Lappen. Den 3 Kills sind tatsächlich nicht mehr der Rede wert. Dugtrio von Ich Megalogok finde scheint zu klappen, ein bisschen. Dugtrio sehr interessant, dass das 4 Kills hat, wie auch immer es das Wann hat das die 4 Kills geholt? War das. Safe gegen Fons. Ja, das muss ja gegen Fons Wir gewesen sind sein, sonst hat es informiert. nur einen Kill. Ja, dass Wenn halt überhaupt. Pulte an seine 8 Kills kommt, ist ganz interessant. Aber ja, Glisco Sonst finde ich halt. überraschend, dass Galadarm noch 4 Kills hat, True, tatsächlich. das ist kein Mann. Normalerweise hatte er zu dem Zeitpunkt der Null. Liga einen Kill. Also das ist wirklich richtig schlimm. Es macht nicht mal Sinn, dass Galadarm eigentlich nie kills, weil das ist so geil.
Der hatte einmal bei Noah Kills. Ich hatte einmal mit dem Elf oder so auch. Und sonst? Hast du Sonst mein bin Gal. Goro auch sehr cool, dass der da ist. Ne, der hat halt auch Megalogon gespielt am ersten Spieltag, ja. Seitdem kam der auch nie wieder mit. Ich könnte schwören, dass das X mehr gemacht hat, aber man sieht irgendwie auch bei Oscar jetzt seine zwei Wincons, Gliscor und Clef, beide mal gesweept und beide in den Killlisten vertreten. Crabominable kann sich dann auch wacker oben halten. Ja, irgendwie ist Wallace Kader echt cool. Fällt mir gerade so auf. Thorn macht Kills. Wer macht noch Kills? Ah, ich könnte mal runterscrollen, das stimmt. Ja, Urshifu auch 3, ja, und dann das Honchkrabbe an Megalogok 2 hat das auch ziemlich cool. Ja, und dann wird's. Ist irgendwas, was jetzt schon Kills haben sollte? Oh, Oscar, das schimpfe ich. Koko, deswegen sollte man mit den Prezis-Team, weil das sind, wir sind alles Mega-Saisonspieler, Spaß. Ja, hier. Wir haben über Liga D gesprochen und jetzt das. Ups. Ja, man kann auch mal kurz den Frabbels machen. Ja. Aber. Und haben wir noch Also irgendeine mein Stomp Überraschung? hatte immer einen Kill am Ende. Ja, das tut ein bisschen weh. Auch, ach so. Ach so. Ja, wir scrollen wieder weiter hoch. Wir werden zu sehr enttäuscht da unten. Naja, ich hoffe, ihr wurdet nicht zu sehr enttäuscht, denn. Oder ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, weil der WLCP-Podcast ist tatsächlich schon wieder vorbei. Verdammt! Oh. Denkt dran. Der kommt irgendwann bestimmt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Hat Frabbels noch irgendwelche letzten Worte an euch? Mola ist scheiße, Donphan ist scheiße, halb gute Mann. Wer auch scheiße ist, ist das Bäumchen, weil der mich zweimal pinkt. Oh, Und ich. Rego ist ein Goat und Shaky wird gesucht, denkt dran. Danke, tschüss.